Wenn jetzt eine Art durch uns Menschen vom Aussterben bedroht ist, weil wir diese Art zum Beispiel übernützt haben, das wäre jetzt so der klassische Fall, weil wir beschlossen haben, dass uns jetzt Pfauenfedern am Hut unglaublich gut stehen und deshalb alle auf Pfauenjagd gegangen sind und der Pfau jetzt stark vom Aussterben bedroht ist. Nicht, weil er an seinen Lebensraum nicht mehr angepasst ist, weil sich der Lebensraum verändert hat, sondern einfach nur wegen der Bejagung durch uns, die wir Pfauenfedern haben wollen. Das ist jetzt so ein fiktives Beispiel. Praktischeres Beispiel wäre der Elefant, weil wir Stoßzähne haben wollen, beziehungsweise größtenteils die Chinesen, weil die der Meinung sind, dass die damit dann potenter werden. So, alles was irgendwie nach Phallus aussieht, ist in der chinesischen Medizin offensichtlich dafür gedacht, um die Manneskraft zu stärken. Scheint ja unglaublich gut zu funktionieren, schließlich gibt es einen ganzen Haufen Chinesen. Da sollte man erstmal drüber nachdenken. Nee, ist natürlich Schwachsinn, meiner Meinung nach, aber wie dem auch sei, der Elefant ist größtenteils nur deswegen sehr bedroht, weil er so gerne gejagt wird. Ansonsten wäre der schon immer noch an seinen Lebensraum angepasst und könnte da eigentlich ganz gut klarkommen und hätte keine großen Probleme. Allerdings gilt auch immer, je größer das Tier, desto kleiner die Gesamtpopulation. Es gab nie Milliarden von Elefanten oder wie zum Beispiel bei der Stechmücke irgendwelche Billionen. Das Ding nach den Billionen und das Ding nach den Dingen nach den Billionen. Also jeweils drei Nullen mehr, da weiß ich schon nicht mehr, wie diese Zahlen heißen. Und ja, das ist halt dann schon auch mal so ein wesentlicher Unterschied. Ja, aber worauf ich hinaus möchte, ist eben, dass es in solchen Fällen meiner Meinung nach dann durchaus Sinn macht, wenn die Gefährdungsursache im Handeln des Menschen liegt, und man durch eine Unterschutzstellung der Art einfach nur durch das Schild dran machen und sagen, dürft ihr nicht mehr, das Problem lösen kann, dann sollte man das auch auf jeden Fall unbedingt immer tun. Und dann ist ein klassischer Artenschutz im Sinne der einfach Unterschutzstellung durchaus eine sinnvolle Sache. In allen anderen Fällen hilft das nachweislich kaum bis gar nicht, insbesondere bei Arten, bei denen man das wunderbar sehen kann, da sie schon seit gefühlten Ewigkeiten, nicht mehr bejagt werden, wie zum Beispiel das Auerwild. Das wäre jetzt mal so ein schönes Beispiel. Das Auerhuhn bzw. Auerhahn und Auerhenne, diese wunderbaren riesigen Hühnervögel, ich glaube, das sind auch die größten Hühnervögel der Welt, bilde ich mir ein, also zumindest in Europa das auf jeden Fall, beziehungsweise Eurasien, da müsste es auch kein größeres Huhn geben, soweit ich weiß. Und die werden jetzt schon seit gefühlten Ewigkeiten nicht mehr bejagt, sind aber trotzdem entweder wirklich schon ausgestorben und in den Ecken, wo es noch ein paar von denen gibt, sind sie kurz davor, beziehungsweise die Naturschutzprojekte mit ihnen funktionieren auch nicht so richtig. Die bilden kaum stabile Populationen aus in Deutschland. Die einzige wirklich richtig stabile Population, die mir bekannt ist, ist im Nordschwarzwald, im Nationalpark, also und darüber hinaus. Also nicht nur auf der Nationalparkfläche, sondern natürlich gehen die auch aus dem Nationalpark raus. Das ist denen ja schnurzpiep, egal ob es da irgendwo eine Grenze gibt oder nicht. Aber meines Wissens, so die richtig einzige richtig stabile Population, die wir von Auerwild noch haben, und die ist natürlich auch schon gefährdet, weil ganz klein und von der Außenwelt abgeschnitten, ist die im Nordschwarzwald. Von der Außenwelt abgeschnitten ist auch immer so ein Knackpunkt bei solchen streng geschützten, kritischen Populationen einer bedrohten Tierart. Bei Pflanzen natürlich genau das gleiche Problem, weil die keinen genetischen Austausch mehr mit irgendwelchen anderen Populationen haben und so als die eine Population, die dann noch da ist, irgendwann ein bisschen indifferent werden, genetisch. Also Stichwort Inzest. Wenn man zu wenige Individuen einer Art hat, dann können die sich untereinander dann irgendwann nur noch mit verwandten Exemplaren paaren. Und wenn jetzt in dieser Familie, in Anführungszeichen, halt irgendein Gendefekt dann immer weiter vererbt wird, dann hat den irgendwann jeder und dann wird das nur noch irgendwann schlimmer und dann geht es irgendwann vor die Hunde. Ganz einfach ausgedrückt, das ist natürlich schon noch ein bisschen komplexer. Ja, und worauf wollte ich jetzt eben hinaus? Was man halt eben getan hat früher und nicht mehr tun sollte, ist einfach zu sagen, okay, Art selten, wir stellen Art unter Schutz und das hilft jetzt. Das ist nämlich Käse, wie man da zum Beispiel jetzt an diesem Beispiel sieht. Was wir stattdessen tun müssen, ist zu schauen bei jeder einzelnen seltenen Art, warum ist denn die selten?
Dazu komme ich gleich noch. Und zweitens, was ist denn die Ursache, dass diese Art jetzt bedroht ist? Also diese zwei wesentlichen Fragen erstmal stellen. Ursache nach der Bedrohung, darauf gehen wir jetzt ein. Und dann gehen wir noch darauf ein, warum ist die Art überhaupt selten? Ist es vielleicht so, dass die Art gar nicht bedroht ist, sondern einfach natürlich selten? Das wäre nämlich theoretisch ja auch denkbar. Und muss man dann noch zusätzlich was für den Schutz einer natürlich seltenen Art tun? Aber dazu kommen wir gleich. Jetzt erstmal, was ist die Ursache, dass die Art eben bedroht ist? Wenn es der Mensch ist, das habe ich eben schon erläutert, dann kann man das dadurch abstellen, dass man sagt, Art ist jetzt geschützt. Dann ist das zumindest das Problem Bejagung, was bei vielen ganz großen Tieren, Schneeleopard, Elefant, sucht euch irgendwas aus, ein großes Problem darstellt, wäre damit ja theoretisch abgeschaltet. Wenn es dann funktioniert mit der Unterschutzstellung und der illegale, die Wilderei auf die entsprechenden Viecher damit auch abgestellt werden kann. Ist in Afrika ja ein Problem, bei uns jetzt nicht so. So, dann geht das. Wenn aber die Ursache eine ganz andere ist und die häufigste, mit Abstand aller häufigste Ursache, die es da gibt, ist nämlich die Zerstörung des entsprechenden Lebensraums dieses Tieres. Also man kann das Tier noch so sehr schützen, wenn es dann in der Natur, in seinem Lebensraum nichts mehr zu fressen findet, beziehungsweise sein Lebensraum so überhaupt nicht mehr existiert, dann stirbt es halt eben trotzdem aus. Dann ist der Artenschutz völlig für den Eimer. Deswegen, und eben weil es eben so einen Konservationsansatz in der Natur nicht gibt und es immer ein ständiger Wandel ist und sich ein Lebensraum einfach immer verändert, das kann man absolut nicht aufhalten, wäre es halt denn jetzt die Frage, ob man denn das überhaupt aufhalten soll, dass sich ein Lebensraum ständig verändert. Und hier ist meiner Meinung nach jetzt auch wieder wichtig zu unterscheiden, nach meinem Verständnis, verändert sich der Lebensraum, weil er das ohnehin auf natürliche Weise tut oder weil wir wieder dran schuld sind. Soll heißen, wenn wir irgendein Waldtier haben und wir holzen den Wald ab, dann ist ja klar, dass dem dann der Wald fehlt. Da sind wir dann dran schuld. Die logische Konsequenz wäre also, jetzt wieder Wald hinzustellen, damit das Waldtier wieder Wald hat und dem Waldtier geht es wieder besser. Den Wald abzuholzen und dann steht da ein einsames Reh auf dem Feld und man sagt, aber dieses Reh dürft ihr jetzt nicht totschießen, weil das ist jetzt selten und geschützt. Das wird nicht ganz ausreichen. Jetzt muss ich mal den Akku wechseln. Was ist jetzt aber, wenn der Lebensraum besagten Tieres natürlich schon gar nicht mehr vorkommt, von der Evolution her, wenn man die natürliche Entwicklung der Natur betrachtet, die wir teilweise automatisch als richtig empfinden? Es gibt ja diesen weit verbreiteten Ansatz, was die Natur von alleine macht, ist der Wille der Natur und das ist richtig. Und was der Mensch von sich aus irgendwie da reinbaut, das ist gegen die Natur und falsch. Prinzipiell würde ich dem jederzeit zustimmen, aber eigentlich ist so eine Denkweise ja auch schon wieder Käse, weil es ja wirklich für die Natur kein Gut und kein Schlecht gibt, weil die Natur keine Person ist, wir hingegen alle eine sind und deshalb sowas unterscheiden und es einfach überhaupt keine Moral gibt in der Natur. Ist es also für die Natur überhaupt schlecht, wenn man alles zu asphaltiert? Interessiert die das? Das wissen wir halt eben nicht. Kann man die Natur vermenschlichen? Eigentlich ja nicht. Trotzdem bin ich geneigt, es zu tun, teilweise. Dass ich einfach das Gefühl habe, das dringende Gefühl und die absolute Überzeugung, ohne das jetzt naturwissenschaftlich korrekt irgendwie beweisen zu können, dass es irgendwie schlecht ist, wenn man alles zubetoniert. Das könnt ihr hoffentlich irgendwie nachvollziehen. Aber rein streng genommen darf man sowas eigentlich nicht denken, weil man ja nicht sagen kann, wenn es kein Gut und kein Schlecht gibt, dass das dann schlecht ist. Dass wir unsere Ressourcen ausbeuten, ist eigentlich so gesehen auch nicht schlecht. Es ist halt einfach so. Und gibt es dann überhaupt eine Notwendigkeit, das sein zu lassen? Man muss nämlich eben auch dazu sagen, dass es ja für die Natur völlig scheißegal ist, wenn wir sämtliche Ressourcen verbraucht haben und dann irgendwann ausgestorben sind, weil wir absolut nichts mehr zu fressen finden. Natürlich mit allen möglichen anderen Konsumenten, die dann auch ausgestorben sind. Konsumenten sind alle, die nicht Pflanzen sind, muss man dazu sagen, im ökologischen Sinn. Ein Konsument ist jemand, der für seine Ernährung, für die Funktionierung seines Organismus, für das Funktionieren seines Organismus Nahrung essen muss. Also nicht von Licht und Luft leben kann und Wasser.
dann ist man ein Konsument und ist immer darauf angewiesen, sein Leben lang zu konsumieren. Das geht nicht anders. Auch ein Veganer kann das nicht anders. Nur diese Idioten, die der Meinung sind, sie könnten Photosynthese. Die können das. Solange, bis sie verhungert sind. Ja, ist übrigens auch Evolution, dass die Vollpfosten von alleine aussterben. Gut. Jetzt haben wir aber eben also die Frage, ein vom Mensch veränderter Lebensraum. Ist das jetzt notwendig, dass man den zurückverändert? Beziehungsweise, wenn man jetzt eben den Parkplatz zubetoniert hat und da wächst nicht mehr das Gänseblümchen, dann ist die Frage, muss man jetzt da wieder Löcher in den Parkplatz reißen, damit das Gänseblümchen wieder wachsen kann oder nicht? Ganz elementare andere Frage. Wenn man ein Naturschutzgebiet hat, wie zum Beispiel große Teile der Schwäbischen Alb, die ein Magerrasen sind, auf dem unglaublich seltene Orchideen vorkommen, ganz wunderbare, tolle Viecher, ganz unglaublich seltene Schmetterlinge. Das Ganze sieht ganz, 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 ganz toll aus und ist eine herrlich schön anzuschauende Landschaft. Aber wenn man da jetzt nichts tun würde, den Naturschutz, der da so heißt, aber eigentlich meiner Meinung nach keiner ist, trotzdem seine Berechtigung hat, aber kein Naturschutz ist, wenn man diesen sein lässt, dann entwickelt sich da was? Die natürliche Vegetation, damit sind wir übrigens wieder beim eingangs erwähnten Tüxen angekommen, der für den Naturschutz auch schon das eine oder andere übrig hatte. Und die natürliche Vegetation, die potenzielle natürliche Vegetation zunächst mal, wäre auf jeden Fall, in jedem Fall, sofern es nicht ein ganz, 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 ganz krasser, dünner Boden ist, wo kaum was wachsen kann, das einfach super arme Verhältnisse sind, arm im Sinne von Biomasse-Produktionskapazität, würde da immer wieder ein Wald entstehen. Und ein Wald bedeutet in Deutschland meistens auch ein Buchenwald. Und in so einem sitze ich. Und was gibt es hier für eine Artenvielfalt? Es gibt Buche. Und es gibt ein bisschen Moos an der Buche. Und es gibt auch ein paar Eichen, weil sie hierher gepflanzt worden sind. Und damit sind wir jetzt bei einer Biodiversität von 3 Arten hier um mich rum. Und wenn ich mich jetzt ein bisschen umgucke, dann finde ich bestimmt noch den einen oder anderen Käfer. Und wenn ich jetzt hier hochgucke, dann ist in den Baumkronen bestimmt auch noch der eine oder andere Käfer. Wir bleiben aber bei einer vergleichsweise enorm geringen Biodiversität, interessanterweise sogar an so einem Taxa, der eigentlich relativ vielfältig vorhanden ist, nämlich Pflanzen. Sicherlich finden wir noch ein paar mehr Moose als nur das eine Schlafmoos, was da hinten am Baum hängt. Aber ja, dabei bleibt es dann irgendwie. Aber das ist halt eben tatsächlich das, was natürlicherweise hier jetzt entsteht, wenn der Mensch überhaupt nichts macht. Und soweit wir es wissen, sieht ein Buchen-Urwald von der Artenzahl her, abgesehen davon, dass es viel mehr Käfer gibt und mehr totes Holz, in dem dann Pilze und noch mehr andere Käfer, Würmer und sonstiges Zeug leben können, sieht aber davon abgesehen ein Buchen-Urwald gar nicht so anders aus wie ein naturnah bewirtschafteter Buchenwald. So. Und jetzt ist halt eben die Frage, ist es dann von uns richtig, dass wir jetzt den Wald aktiv zurückdrängen, das als Naturschutz bezeichnen, auf einem Standort, auf dem halt super seltene Orchideen stehen, die wir unbedingt retten wollen und dazu halt noch tolle Schmetterlinge, obwohl die eigentlich ja aussterben müssten, weil an der Stelle ja eigentlich gar kein Wald vorhanden wäre. Gar kein Magerrasen vorhanden wäre, sondern ein Wald. Lässt man es sein, den Magerrasen durch menschlichen Einfluss zu pflegen, zu schützen, wenn man so möchte, von Schafen und Ziegen zu beweiden, haben wir wieder Wald. Die gesamte Lüneburger Heide zum Beispiel, eine wirklich wunderschöne Naturlandschaft, ist so ein Fall. Das ist keine Naturlandschaft, das ist eine Kulturlandschaft. Fairerweise muss man dazu sagen, dass die das auch auf jede Menge Schilder, die man am Wegesrand finden kann, auch so draufschreiben. Also das ist tippitoppi gemacht von den zuständigen Menschen, die da für die Naturpädagogik zuständig sind. Aber das muss man halt einfach dazu sehen. So eine deutsche Urlandschaft, Urnaturschutzgebiet, die Lüneburger Heide ist, glaube ich, das älteste deutsche große Naturschutzgebiet. Wenn nicht, ist es eins der ältesten. Ist auf jeden Fall sehr alt.
Eine tolle Gegend, aber eigentlich gäbe es überall Wald. Und man kann es immer mal wieder stückchenweise sehen, eben wenn man in der Heide unterwegs ist, dass viele alte Heideflächen, weil auch das Geld fehlt und weil man dann irgendwann gedacht hat, so viel Heide kann ich auf die Dauer auch nicht bewirtschaften, wieder zu Wald geworden sind. Und man findet da ganz viele Pionierwälder eben, die auf einer degradierten Landschaft trotzdem wieder wachsen können, sobald man mit dem die Landschaft degradierenden Faktor, den man da anwendet, damit sie so aussieht, wie sie aussieht, sein lässt. Ist das jetzt richtig, das dann unter Schutz zu stellen für die seltenen Arten, die es da gibt? Wenn der Wald kommt, sind die nämlich weg. Ist eine Art an sich was schützenswert ist? Muss man seltene Arten überhaupt bewahren? Ist eine Artenvielfalt, möglichst viele Arten, überhaupt wichtig? Braucht man das? Ist das gewollt? Muss das bewahrt werden? Das ist jetzt die große Frage. Und die Befürworter einer möglichst hohen Artenvielfalt, Biodiversität ist das Fachwort, sind auf jeden Fall der Meinung, dass das ganz, 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 ganz wichtig wäre. Und interessanterweise auch aus wirtschaftlichen Gründen für uns als Mensch wichtig wäre, eben eine möglichst hohe Artenvielfalt zu bewahren, weil wir ja nicht wissen, wie sich die Natur entwickeln kann, das Klima, jetzt in diesem Fall die Wuchsbedingungen für Pflanzen und damit zusammenhängt natürlich auch diejenigen, die Zusammensetzung derjenigen, die Pflanzen, die dann wachsen, unter den entsprechenden Wuchsbedingungen dann wieder essen. Das hängt ja alles zusammen. Die Ausgangsbasis eines jeden Ökosystems sind immer die Pflanzen, die Produzenten. Erst wenn die Produzenten da sind, können die Konsumenten kommen. Oder die Sekundärkonsumenten, die diejenigen konsumieren, die Pflanzen konsumiert haben, so wie ich, Currywurst. Ja, das ist so eine ganz große Frage, die man einfach so einfach nicht beantworten kann. Meiner Meinung nach kann man sie gar nicht beantworten. Brauchen wir Biodiversität? Eben, aber ich habe es ja gerade angedeutet, der Ansatz zu ja, brauchen wir, ist halt, wir wissen nicht, in was sich die Natur entwickelt, in was sich die Bedingungen, die Wuchsbedingungen entwickeln. Vielleicht haben wir aus Versehen irgendwas aussterben lassen, was wir in 100 Jahren feststellen, wäre die Heilung von Krebs gewesen. Dass man sich also doch den Spitzwegerich auf den Arm klatschen muss und dann hat man keinen Hirntumor mehr. Ja, vielleicht. Wissen wir ja nicht. Könnte ja theoretisch sein. Und deswegen müssen wir jetzt verhindern, das war nicht unbedingt der Spitzwegerich, aber das kreuzblättrige Braxenkraut im Feldsee ausstirbt. Das ist nämlich tatsächlich ein endemitisches, total langweiliges grünes Zeug. Das Flugzeug. So, ja, und dieses Zeug kommt also endemisch, das heißt, es kommt nur an einer bestimmten Stelle vor. Die kann mal größer, mal kleiner sein, das kommt auch auf die entsprechende Pflanze an. Aber im Fall von diesem Braxenkraut ist das wirklich endemisch für den Feldsee und es gibt das wirklich weltweit nur in diesem See. Und das ist natürlich schon was Besonderes. Das ist auch kurios und natürlich auch sicherlich ganz lustig für die Touristen. Und selbstverständlich würden sämtliche Menschen, die da arbeiten und für den Naturschutz zuständig sind, große Weinanfälle bekommen, wenn das Braxenkraut da ausstirbt. Aber ist dieses Braxenkraut unglaublich wichtig für den Naturhaushalt? Das ist eben die große Frage. Wir wissen es auch nicht hundertprozentig. Und das wäre dann wieder ein Argument für den Erhalt einer enorm hohen Biodiversität, dass man einfach sagt, ja, wir wissen es nicht. Wir können es nicht hundertprozentig durchschauen, ob jetzt nicht vielleicht doch gerade dieses Braxenkraut in irgendeiner Form, in irgendeiner Nahrungskette eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt und davon irgendeine unglaublich wertvolle Art, auch für uns wirtschaftlich wertvoll, wie die Honigbiene meinetwegen von abhängt. Vielleicht frisst ja irgendein komischer Käfer gerne Braxenkraut, der dann einen besonderen Dung abgibt, auf dem eine Pflanze wächst, die einen absolut lebensnotwendigen Nektar für die Honigbiene liefert. Klingt völlig an den Haaren herbeigezogen und mit Sicherheit ist es das auch. Aber ganz absolut sicher wissen können wir sowas nicht. Also vielleicht könnte es so sein. Und das wäre dann das Argument, weshalb man unbedingt die Vielfalt der Natur als Wert an sich ansehen kann und diese dann erhalten muss. Also hat
eine möglichst große Artenvielfalt per se einen Wert. Wenn man jetzt allerdings davon ausgeht, dass das so ist, dass wir also immer einen Wert haben, der Wert umso höher ist, je höher die Artenvielfalt ist, weil das wäre dann ja eine logische Konsequenz aus dieser Überlegung, dass Artenvielfalt an sich einen Wert hat, dann wäre jetzt so ein Tropenwald viel wertvoller als zum Beispiel die Taiga. Die Taiga ist ja der boreale Nadelwald, also der Wald im hohen Norden. Artenvielfalt ist da extrem gering. Da gibt es wirklich nur ganz wenige Arten, davon jeweils ganz viel in riesigen Teppichen. Grund, warum ist das gering? Weil, oh, jetzt fallen hier Äste 3 Meter neben mir runter. Okay, der war jetzt ganz klein, aber... Oh, da denkt man immer mal wieder drüber nach, wenn man im Wald hockt und es fällt plötzlich neben einem was runter. In den Wald gehen ist immer ein gewisses Risiko, dass einem was auf den Kopf fällt. Deshalb, eine Kopfbedeckung hilft. Insbesondere, wenn sie ein kleines Polster eingebaut hat. Das hat mir wirklich schon so oft geholfen, diese verdammte Polster im Hut. Also jetzt nicht wegen runterfallenden Äste. Und doch, einmal auch. Egal. Ja. Worauf ich hinaus möchte, diese Landschaft, dieser sibirische Nadelwald, den nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel, Taiga, das ist auch ein russisches Wort, der ist so gesehen dann also weniger wert als eben die Tropen, obwohl man jetzt nicht sagen kann, dass der Wald da oben was dafür kann. Das sind einfach ganz andere Lebensbedingungen. Nur ganz wenige Pflanzen sind an die harschen Bedingungen, die da herrschen, enorme Kälte, eben überhaupt angepasst. Und es kommt noch erschwerend dazu, warum ist die Biodiversität in den Tropen so unglaublich hoch? Warum gibt es da so wahnsinnig viele Arten? Das bin ich mal bei einer Prüfungsfrage bei mir. Ich bin da dumm da gesessen und Faktor Zeit. Das werde ich auch nie wieder vergessen. Also aus diesem Grund vielen herzlichen Dank für diese Frage, Herr Professor Fischer.